Ja, das war die letzte Frage dieses Teils. Wir haben jetzt noch einen dritten und abschließenden Teil des Interviews. Da geht es um mehrere Begriffe, die ich Ihnen geben würde. Und ich würde Sie bitten, zu jedem dieser Begriffe, gleich nachdem ich Ihnen gesagt habe, immer so ein kurzes Statement abzugeben. Ja, das Erste, was Ihnen da in den Sinn kommt. Und der erste Begriff ist Moormannscher Aufgesetzter. Das war ein Spezialschnaps aus der Firma Moormann in Werne. Da musste man konnte ihn kaufen, aber wenn man das Geld nicht hatte und wenn man einen Garten hatte und man hatte schwarze Johannisbeeren, da hat man den selber gemacht. Also das war ein Likör. Ich habe den auch selber gemacht. Schwarze Johannisbeeren, zu einem gewissen Teil, nicht so wenig. Candiszucker, keinen richtigen Zucker. Den Candiszucker schliert nicht. Und darauf Wodka gegossen. Und dann muss man den irgendwo hinstellen, möglichst dunkel, möglichst weit weg. Und dann, ja, und nach einem halben Jahr, dann hat sich da diese Säure gelöst und die Farbe gelöst. Und das schmeckte sehr gut. Heute kann man ihn wahrscheinlich nicht mehr trinken. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Maximal können wir noch Eversbusch hier. Ja, das ist ja ein klarer. Ja, nee, ja, das nee. Ist so. Ja, mein, nee, ich komme nee. Ja aus Hagen. Also dem, aber das jetzt mal beiseite. Moormann, die hatten zu der Zeit, als sie noch die große Firma hatten, hinterher haben sie sich ja verkleinert und hießen ja dann auch ganz anders. Die haben so ganz große, bullige ja, Lieferwagen gab, Riesendinger. Und da drauf war ein, darfst du nicht sagen, ein schwarzer Negerkopf mit lockigem Haar und Ringe in den Ohren und vielleicht in der Nase sogar und wulzige Lippen und Moormann. Und da habe ich mich damals immer schon geärgert, das ist doch falsch. Die Etymologie ist doch falsch. Moormann kommt doch nicht vom Neger her, sondern vom Moor. Ja, mit Doppel-O. Mit zwei O. Ja. Der nächste Begriff ist Waffenlieferung Ukraine. Wie gut, dass ich das nicht zu entscheiden habe. Also ich würde aus dem Bauch heraus sagen, eher ja. Frank Hasenberg. Ach, Hasenberg. Mhm. Ja, soll ich sagen, wen ich gewählt habe? Nein, um Gottes Willen. Er ist der Bürgermeister von Wetter und er hat einen, ich glaube, er macht einen guten Job. Mhm. Wiedervereinigung. Das wurde aber auch Zeit. Fußball-EM 2024. Muss ich das wissen? Ich habe das gestern Abend geguckt, aber es war ja nicht die Fußball... Noch nicht, ich glaube, wann geht's los? In einem Monat vielleicht? Ja, knapper Monat. Weiß ich, Gerd, hilf mir mal, ich weiß es nicht. Knapper Monat. Genau weiß ich es auch nicht. Ja. Also der ganz große Hype ist noch nicht da. Ne? Aha. Gazastreifen. Ja, traurig ohne Ende. Damit verbunden internationale Boykottaufrufe gegen Israel. Sollen die was wirklich was bewirken? Laut den Organisatoren zumindest, ne? Also das ist das Ziel. Also, der gesunde Menschenverstand sagt, man muss in die Köpfe so lange hineinreden, bis sie Verstand annehmen. Aber die Köpfe nehmen ja keinen Verstand an. Deswegen, was soll man da lange in die hineinreden? Soll jetzt denn wirkt, soll man jetzt sagen, dann ist der Gang der Dinge, schlagt euch die Köpfe ein? Das kann man ja auch nicht sagen. Was jetzt? Ich weiß es nicht. Sylt. Ja. Ich habe schon gedacht, man sollte doch denken, die Leute, die so viel Geld haben, dass sie in Sylt Urlaub machen, die müssen doch vielleicht ein bisschen Verstand im Kopf haben. Aber haben sie nicht. Ja, wie kann man sowas machen? Ja. Europawahl. Ja, ich gehe dahin. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben noch nie eine Wahl versäumt. Ich bin immer gegangen. Immer. Regelbasierte internationale Ordnung. Das erinnert mich an die alten Griechen. Die haben sich natürlich auch schon Gedanken gemacht, wie wird die Welt am besten regiert. Und dann sind sie zu folgender Idee gekommen. Wenn die Könige Philosophen wären und die Philosophen Könige, dann wäre alles gut geregelt. Aber entweder sind sie es oder sie sind es nicht. Also man muss versuchen,
Nicht mit dem Bauch zu denken, sondern mit dem Verstand. Und die letzte Frage, die vielleicht auch die tiefgründigste von allen ist, ist Werner SC oder FC Wetter? Der Bessere soll gewinnen. Okay, vielleicht kommt es ja dann noch zum großen Derby. Ja, schauen wir mal eines Tages. Das war dieser Teil. Und jetzt bleibt uns für das Interview nur noch eine abschließende Frage, die wir immer stellen und die Sie auch interpretieren können, wie Sie das möchten. Wie geht's weiter? Tja, wie geht's weiter? Also mit mir geht's ja nicht mehr lange weiter. Vielleicht noch dieses eine Jahr oder zwei oder drei und dann weiß ich nicht. Ich nehme es mit Fassung hin, mein eigenes Leben. Ich gebe mir Mühe, ein bisschen noch was draus zu machen. Wenn es gar nicht mehr geht, dann ist auch gut. Und ich habe meinem Sohn schon gesagt, oder meinen Kindern schon gesagt, wenn es gar nicht mehr geht, dann tut mich ja ins Altersheim. Ich will nicht, dass die da noch ihr Leben lang da und die Mama und die Oma und die dies und die das. Ich komme da weg, da sind Leute, die sind nicht so wie meine Familienangehörige, das kann ich auch nicht erwarten. Aber ich hoffe, ich werde das mit Tapferkeit dann hinnehmen. Fertig. Ich habe mein Leben gelebt. Manches würde ich anders machen, manches würde ich genauso machen. Aber die Frage ist müßig, was will ich noch machen? Es ist vorbei. Und mit dem großen Weltgeschehen, da gebe ich meine eine kleine Stimme, wovon ich denke, sie ist richtig.